Nur wenige Stunden, nachdem das FBI das Kommando übernommen hatte, erreichte man einen Durchbruch. Koresh versprach, sobald seine Aufzeichnung gesendet worden war, zusammen mit seinen Anhängern vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu kapitulieren. Um 14.30 Uhr sendete Amerikas Christian Radio Network seine Botschaft. Ich heiße David Koresh. Ich bin sicher, viele von euch begreifen, dass ich Angst habe, besorgt bin. Hier befinden sich Frauen und Kinder und Männer in dieser Lage in Mount Carmel. Aber auch wenn ich mir wirklich Sorgen um das Leben meiner Brüder hier mache, so ist die Sorge um all die Menschen in der Welt noch größer. Denn ich weiß, ohne Jesus Christus gibt es keine Hoffnung. Everybody was glued. Alle klebten am Radio. As the sermon is being read, we're on the phone. Während die Rede verlesen wurde, waren wir am Telefon im Verhandlungsraum und sprachen zuerst mit Steve Schneider. Steve beschrieb uns, was im Haus der Branch Davidians vorging. Die Kinder wurden an der Eingangstür versammelt. The children are being assembled by the front door. Ich ging hinunter in die Küche und machte ein Proviantpäckchen für meine Tochter zurecht. Ich dachte, wir gehen alle raus, weil sie das Gebäude durchsuchen wollen. Wir warten auf dem Rasen, bis sie fertig sind und kommen dann zurück. Aber wir könnten da draußen ja hungrig werden. Wir waren davon überzeugt, dass es wirklich das Ende dieser Situation sei und wir diese Leute schließlich friedlich herausbekommen würden. Als die Rundfunkansprache David Koreshs zu Ende war, unterbrachen die Fernsehstationen in Amerika ihre Sendungen, um live aus Waco von der Kapitulation der Davidianer zu berichten. This is a News Channel 10 special report. Okay, hier ist Steve Schneider. Ich habe mit David gesprochen. Es ist schwer für mich, seine Seelenqual zu beschreiben. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Alle sind bereit, jetzt zu gehen. Aber David hat begonnen zu beten. Okay. Es ist die reine Wahrheit. Alle hier sind ruhig und warten ab. Aber David hat uns sein Wort gegeben. Wir haben euch vertraut. Er sagt, sein Gott befiehlt ihm zu warten, weil das, was gesendet wurde, für alle bestimmt sei. Gott hat ihn sein Leben lang geführt und sagt ihm nun, er soll warten. Aber die Medien glauben nicht, dass er rauskommen wird. Und in den nächsten 15 Minuten werden sie ihre Sendung wieder aufnehmen, die sie jetzt unterbrochen hat. Das verstehe ich. Sie denken, er ist ein Betrüger, wenn er nicht herauskommt. Steve? Auch wenn David Koresh sein Wort gebrochen hatte, seine Anhänger akzeptieren die Entscheidung. Wir verstanden, dass David glaubte, Gott würde den richtigen Zeitpunkt bestimmen. Wenn er uns sagte, dass Gott befahl zu warten, dann vertrauten wir ihm. Wir glaubten, dass es richtig war, wenn Gott sagte, wir sollten warten. Wir vertrauten auf Gott. Wir fühlten uns sicher in Gottes Händen. Wir glaubten an Gottes Wort. Deshalb blieben wir mit David dort drinnen. Jetzt kam das FBI in Erklärungsnotstand. Ja.
Das Verhandlungsteam verlangte von Koresh, sein Versprechen zu erfüllen und sich sofort zu ergeben. Koresh löste sein Versprechen nicht ein, sondern bestand darauf, erst auf eine entsprechende Botschaft Gottes zu warten. Sie haben auf seine Antwort gewartet. Was hat er gesagt? Er sagte, dass er sein Versprechen, das Gebäude mit seinen Anhängern sofort zu verlassen, nicht einlöst, weil Gott ihm befohlen habe, zu warten. Während FBI-Chef Jeff Jamar sich der Presse stellt, nimmt Koresh Kontakt zum Verhandlungsteam auf. Ich sage euch, ich bin bereit und flehe zu meinem Gott. Aber ihr werdet vor einem fürchterlichen Gott stehen, der euch verurteilen wird vom Tage eurer Zeugung an. Sie sagen, ich belüge euch? Nein, ich belüge euch nicht. Ihr werdet begreifen, dass auch ich einen Befehl habe. Es gibt einen Gott im Himmel. Und ihr werdet das auf schmerzliche Weise begreifen. Mir war klar, sie sind seine Geiseln. Koresh entscheidet, was sie tun oder sagen. Er, nicht sie oder wir, würde entscheiden, ob sie leben oder sterben. Nach 3 Tagen war die Verhandlungsstrategie gescheitert. Die Einsatzleiter des FBI entschieden nun, den Druck zu erhöhen. Sie forderten militärische Ausrüstung von der US Army an. Zusätzlich zu den Schützenpanzern lieferte die Nationalgarde Bradley-Panzer, die auch panzerbrechender Munition standhalten. Die FBI-Taktik wurde härter. Am 4. Tag der Belagerung, 24 Stunden nach Koreshs öffentlicher Weigerung aufzugeben, umstellte das FBI das Grundstück mit Panzern. Aber nicht alle in den Reihen des FBI waren mit dieser Entscheidung einverstanden, vor allem nicht Verhandlungsführer Byron Sage. Ich fragte mich, wie sind wir nur in eine Situation geraten, dass wir in Texas Panzer um eine Kirche aufstellen? Driving around a church in the high plains of Texas. How could that possibly happen? Wie ist es möglich in den Vereinigten Staaten von Amerika? Denn natürlich rückt man mit Panzern vor. Man zieht sich nicht damit zurück. Drive them closer together. You're not going to drive them out, you're going to drive them in. Innerhalb des Gebäudes finden die belagerten Davidianer ihren Mut langsam wieder. 4 Tage nachdem ihr Anführer David Koresh durch 2 Schusswunden ernsthaft verletzt worden war, erholt er sich auf wundersame Weise. David war innerlich fest entschlossen, nicht zu sterben. Es gab eine andere Bestimmung für ihn, die er bis dahin noch nicht kannte. Er lehrte uns die 7 Siegel, streng nach der Bibel, und vom Anfang bis zum Ende verstanden wir es. I know. In meinem Glauben war David eine Verkörperung Gottes auf diesem Planeten. Er war mein Gott. Die Beamten des FBI waren nun sicher, dass die Angehörigen der Branch Davidians völlig unter Koreshs Kontrolle standen und ohne seine Einwilligung niemals aufgeben würden. Trotzdem gab es Hoffnung. Während der 3 Tage war es dem FBI gelungen, die Freilassung einiger Kinder zu erreichen. Als David Koresh sagte, er habe der Freilassung einiger Kinder zugestimmt, war ich erleichtert, dass meine Kinder gehen konnten. Ihr versteht, wie wichtig es für mich ist, bei David zu bleiben? David möchte, dass ich bleibe. Okay, let's go. Let's go. Catherine Schroeder ließ ihre 4 Kinder gehen, doch sie selbst blieb zurück.
And it looks like a child. It looks like a child in the back of that van. There you go. Auch 15 andere Kinder kamen frei. Sie alle verließen Mount Carmel ohne ihre Eltern. Natalie Norbrega aus London ging an ihrem 11. Geburtstag. Meine Mutter weckte mich und sagte, du wirst jetzt zu deinem Vater gehen. Ich war einverstanden, denn ich dachte automatisch, dass sie mitkäme. Wir waren fertig zum Gehen und sie sagte, ich kann momentan nicht mitkommen, aber wir sehen uns bald, wenn ich rauskomme. Sie weinte und ich verstand das nicht. Und sie sagte, es sei nur, weil wir uns ein paar Tage nicht sehen würden. '98 Davidianer blieben in Mount Carmel zurück. Koresh und Schneider ausgenommen, wusste das FBI nur sehr wenig über die eingeschlossenen Menschen. Aber am 9. Tag der Belagerung passierte etwas Überraschendes. Die Davidianer schickten ein Videoband. Sie hatten Nachrichten für ihre Familien aufgenommen. Das Band sollte auch beweisen, dass sie keine Geiseln waren, sondern aus freiem Willen blieben. Auf den Aufnahmen sind 7 Angehörige der Familie Henry aus Manchester zu sehen. Auch Natalie Nobregas Mutter Teresa Nobrega spricht zu ihren Angehörigen. Vor ungefähr 5 Jahren begann ich, die Bibel zu lesen. Als ich David Koresh traf, beantwortete er all meine Fragen. Es bestehen keine Zweifel mehr. Und auch Derek Lovelock hatte eine Nachricht für seine Familie in Manchester. Ich möchte meiner Familie zu Hause in England einfach sagen, dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Ich bin in sicheren Händen. Aber ich will euch sagen, dass wir das Ende der Welt erleben, so wie es in der Offenbarung geschrieben steht. So wie die Gruppe sich im Videofilm präsentierte, war klar, dass alle zusammen mit ihrem Anführer Koresh durchhalten würden. Hält dich irgendjemand gegen deinen Willen hier fest? Niemand hält mich hier fest. Ich kam hierher, weil es mir gefällt und ich bin bereit zu bleiben. Meine Familie weiß, wo ich bin. Zum Erstaunen der FBI-Mitarbeiter war abgesehen von den Botschaften an die Familien auch eine spezielle für sie dabei. Hier ist David Koresh. David, irgendetwas, das du sagen möchtest? Zuerst möchte ich den Unterhändlern danken, mit denen ich am Telefon gesprochen habe. Zum ersten Mal erblickten die FBI-Beamten ihren Erzfeind David Koresh. Ich möchte euch einen Teil meiner Familie vorstellen. Ich habe mir gedacht, wir brechen das Eis und zeigen den Leuten einfach, was für Menschen wir hier haben. Und dann stellte er ihnen seine Kinder vor. Alle 14. Als David ein Kind nach dem anderen vorführte, immer 2 zugleich, die ungeheure Kinderschar, die er gezeugt hatte, das war faszinierend. It was spellbinding. Die Frage ist, was tue ich hier mit all den Kindern? Worum geht es hier wirklich? Gott ist Gott. Und diese Nation sollte Gott verehren und ihm dienen. Aber nicht dem Gott auf unseren Dollarscheinen. Und diese Kinder hier habe ich aus bestimmten Gründen. Bis wir wirklich Ohren und Augen haben, um uns zu öffnen und die Heilige Schrift wirklich zu lesen,
die Prophezeiungen und die sieben Siegel zu verstehen, scheint eine Erklärung schwierig zu sein.